Alice ist 7,5 Jahre alt und ich würde sagen, klein, aber oho. Jede Szene, jede Person oder jede Figur, die Alice trifft, ist ein eigenes Kapitel in einem Buch. Die Katze nimmt natürlich sehr viel Raum ein als personifizierte Fantasie. Es macht sehr viel Spaß, da auf die Reise zu gehen. Urteilt nicht über die Figuren, die sie da antrifft. Sie ist da offen und lässt sich da auch total mitreißen und gewinnt dadurch sehr viel. Je schwieriger das Leben wird oder die Personen, auf die man trifft, und das sind nicht immer nur gute Charaktere, dass man trotzdem über gewissen Dingen stehen kann und Krisen bewältigen kann. Schwimmen in den Tränen mehr. Und ich glaube, es war mir auch sehr wichtig, als ich die Rolle entwickelt habe, ein Mädchen darzustellen, auch im Protest und in der Wut und mit einer großen Meinung und einer großen Haltung zu Dingen. Wir wollten Alice im Wunderland als bunte Magiewelt auf die Bühne bringen und haben uns wirklich in diese Figuren versucht reinzuleben. Was genau hast du vergessen? Zum Beispiel Gedichte. Oder wo ich herkomme. Oh! Oder Lieder. Lieder, ich liebe Musik. Sing. Die Raupe, sie sagt sehr weise Dinge, ist aber auch unglaublich launisch. Und dazu noch ein bisschen Elton John. Für mich als Komponist war das wie eine Therapie. Das war ein Durchstreifen meiner eigenen Geschichte. Das heißt, ich habe wirklich alle Instrumente, die ich habe, rausgepackt, abgestaubt und habe gedacht, zu diesem passt Jazz, mein Jazz ausgepackt, für den passt Blues, oh, das ist total cool. Und so bin ich durch alle Stile durchgegangen, die mich jemals begleitet haben und die mir wichtig waren. Ich glaube, gerade die Erwachsenen, die durch viele Krisen jetzt auch ihre Kinder oder ihre Familien oder sich selbst einfach manövriert haben, müssen lernen, wieder in der Stille ihre Fantasie kommen zu lassen.